Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wir sind immer noch den Forschungen des Tyler Freeborns unterwegs, der zweiten Mission der Questreihe. Und stehen jetzt hier vor der Höhle des Bewachers und da gehen wir natürlich auch rein. Das Ganze ist in Blue Mountain und ist aber End-Content-Missionsreihe sozusagen. Und da sind wir jetzt gerade drüber und bei und so. Und ja... Das, jetzt hat, gucken wir uns halt mal die Höhle des komischen Bewachers an. Nachdem wir ja in der letzten Folge so glorreich gegen die Bewacher gekämpft haben. Glorreich HI, ne, und so. Also, ja, war schon nicht so leicht, aber wir haben es letzten Endes, haben wir es geschafft. Das ging dann noch ganz gut. Okay, die Höhle sollen wir jetzt betreten. Ja, machen wir das mal. Okay. Den Alpha-Bewacher besiegen. Hallo? Alpha-Bewacher. Ach, du hast ja nur 49.456 HP. Ja, das finde ich ja echt episch. Ich nehme aber mal lieber das wieder. So, und dann schauen wir mal, ob es reicht. Schönen guten Tag. Was ist denn hier? Was bist du denn für ein Riesenvieh? Und warum leckt es? Nee. Ach du Schande. Nee, so kann ich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Oh nein. Was ist hier los? Okay, ich hoffe, das fängt sich, weil sonst kann ich das. Sonst wird das nichts hier. Mit ihm und meinem Kumpel hier. Mit mir und meinem Kumpel. So wollte ich sagen. Ah, ich habe schon wieder diese Dots, ne? Die haben mir so zu schaffen gemacht, auch im, bei den vorherigen. Also, ja, so ist es dann halt. Man kann es nicht ändern. Ne? So, jetzt portet der weg. Der ist jetzt da oben. Und jetzt kommen hier nämlich dann so kleine Schmutzviecher angedackelt. Wo sind sie denn? Da. Okay, komm her hier. Ja, Gott sei Dank sind die wirklich klein. Da haben wir Glück. Okay. Komm her hier. Okay. So, da. So. Ja, das Alpha-Vieh soll gefälligst runterkommen hier. Hallo? Was machst du jetzt da? Ja, na, ich komme nicht zu dir. Ich wollte gerade sagen, weißt du, so nun auch nicht. Ja, nee. Ah. Nee. Ich glaube ja mal, ich schmeiß mal einen Trank ein, wa? Na, ich sage es dir. Also 49.000 ist auch schon, das ist schon eine Hausnummer für einen allein, so als Zwergi. Das ist schon, nicht ganz so easy cheesy. Übrigens, für die Bewacher gibt es ein Achievement, ne? Und die findet man im ganzen Spiel immer gar nicht so einfach. Deswegen erinnere ich mich an Zeiten, da haben welche aus der Gilde hier drin gehangen und die ganze Zeit irgendwelche Bewacher geprügelt. Weil ja die Kleinen immer so zwischendrin dann spawnen und die kann man halt ganz gut kaputt machen, ne? Und einfach fürs Achievement, weil davon gibt's halt, also man findet schon welche immer mal wieder, aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen gescheiten Farmspot, wo man das machen könnte. Das kann man tatsächlich am besten hier machen. Also falls ihr Achievement-Jäger seid und sowas machen wollt, na, dann bietet sich das hier an. Ja, nee. Ah, nee, das ist ja ganz eklig hier drin. Ah, nein, was machst du denn mit mir? Was ist denn los hier? Was ist denn deine Problematik? So. So, und jetzt komm her hier. Nerv mich nicht. Geh mir nicht auf den Piss, ey. Ja, echt wahr. Ich finde dich echt unsympathisch. Okay, komm her hier. Guck mal, jetzt haben wir doch schon 25.000 geschafft. Jetzt nehmen wir hier den nächsten Trank noch. In der Hoffnung, es wird doch bald mal wieder einer frei. Ach, ich sage es euch, liebe Leute. Mann, du. Da muss man schon haushalten mit seinem... Zeug. Gedöns. Zack. Aber, so. In der Hoffnung, das langt jetzt hier mit den Hots. Geh mal einen Schritt zur Seite hier. Sieht aber, ja, sieht nicht ganz schlecht aus, ne? Okay. Okay, jetzt haben wir das noch. Okay, und da. Oh, nicht treffen lassen da jetzt. Das wäre ganz übel, ey. Okay. Oh, ist das hier alles voll Schmutz, ey. Wo soll ich denn hier noch hin? So langsam wird's aber echt eng. Ja, die Umgebung fügt mir Schaden zu. Nee, sag an.
Wie kommen wir denn auf die glorreiche Idee? Oh nein, ey. Ja, jetzt haben wir natürlich echt... Das ist echt unschön jetzt. Aber ich glaube, das dürfte jetzt auch fast dann die letzte Runde sein, weißt du? Das ist halt... Jetzt will ich das schon auch... Aha, aber nicht so. Ja, scheiße, ey. Oh nein, okay. Das müssen wir nochmal machen. Mist. Ah, nee, aber guck mal, der ist ja gar nicht... Ah, doch, ich wollte gerade sagen, der ist ja gar nicht despawned. Doch, ist er. Hm. Das ist blöd. Okay, ja, pass mal auf, dann ziehe ich mir das, den Trank hier noch hin. Ah, nimm, 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 nimm. Und ich hatte hier irgendwo, hier, guck mal, den hier kann ich mir noch hinziehen. Ja, und den brauche ich auch, das nützt mir alles nichts. Okay, ja, dann auf ein neues und so. Ach, was macht der jetzt hier schon die Kotze? Was soll denn das? Ja, hier, komm her. Was bist denn du für ein Dovi? Nee. Weißt du, eigentlich kommt die Kotze von oben jetzt noch nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist, kommt nämlich erst später. Hast du deine Spielregeln vergessen hier? So. Okay, ich muss irgendwie dann gucken in der letzten Runde, wenn der dann da runterkommt, dass ich ihn irgendwie, dass ich da nicht so durch das Schmutzzeug laufe. Ne? Da muss ich echt mal schauen, wie ich mich da am geschicktesten hinstelle. Das weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mal sehen. Mal schauen. So, jetzt haut er ab. Jetzt kommen Zweier. Ach ja, genau. Genau. Komm du erstmal als erstes her hier. So. So, zack, zack, zack. Okay, einmal. Und du. Zack und zack. Zack und tschakalaka. Sterben. Und dann kommt er wieder runter. Okay. Dieses Geginorchi, ne? Ja, hier, komm her. Komm, put, 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 put. Ja, so, genau. Jetzt machst du als erstes deinen Kreis. Oh nein, nicht mich hier reinschmeißen. Und dann machst du das. Und nachher kommt dann noch das andere dazu. Alles klar. Jetzt, ja, komm da raus aus der Grütze, weißt du? Das ist doch ungerecht. Ja. Komm her hier. Bist doch doof. So. Und so. Vielleicht noch ein bisschen mehr HP hätte ich auch anziehen können, notfalls, ne? Also, wäre auch gegangen, bestimmt. So ist nun nicht, aber naja, egal. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja, die Runde, ne? Kann ja optimistisch sein hier. So. Ah, jetzt kommen die von da hinten. Ich kann ja hier jetzt nicht durch den Schmutz durch, weißt? Ja, vielen Dank, dass ihr zu mir kommt. Ja, das finde ich löblich. Löblich, löblich, muss ich sagen. Ja, ich möchte eigentlich jetzt hier nicht schon einen Trank nehmen hier. Könntet ihr bitte ein bisschen schneller umfallen? Vielen Dank. So. Okay, ach so, ich könnte mal das noch anmachen. So. Ja, dann reckt man wenigstens immer ein bisschen wenigstens, wa? So, jetzt, genau. Und jetzt müssen wir hier echt gucken... Das ist gar nicht so leicht, hier zu gucken, dass man irgendwo steht, dass man nicht direkt im Schmutz ist, weil hier ja alles voll Schmutz ist. Das ist natürlich echt ein bisschen ungünstig mit der Positionierung, finde ich. Aber ja, muss halt gehen. Ne? Nützt ja nichts. Was willst du machen? So ist das Leben. So. Dann unterbrechen wir ihn. So, komm her. Nee, 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 nee. Ich will mich nicht ankotzen lassen, aber schönen Dank. Versuchen kannst du es ja. Dovi. So. Nee, da nicht drin stehen. Nein, da auch nicht drin. Wenn da die schwarze Grütze von oben kommt. So, und jetzt schmeißen wir einen Lidschrank rein. In der Hoffnung, der wird reichen. Da müssen wir halt ein bisschen Damage machen hier. Nützt ja nichts. So, hier komm her. Okay. Ja, hier komm hier hin. Ja. Ja, nee, ja, hier ist gut, hier ist gut, hier ist alles schön, hier finde ich gut. Okay, okay, ach scheiße, das hätte ich mir mal gespart. Okay, egal, okay, jetzt haben wir hier wieder die Kleinen, jetzt müssen wir die Kleinen wieder kaputt machen. Zack, 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 das muss schnell gehen jetzt. Okay, und da sind nochmal zwei. Sind halt vier Stück, ne, vier Stück ist dann doch schon nicht so wenig. Okay, aber das hätten wir, alles klar, so, jetzt kann der nochmal runterkommen.
Jetzt recken wir, glaube ich, noch mal ein bisschen was, ne? Okay. Ja, wir recken noch mal. Alles klar. So, du Alpha, irgendwas bewachen. Oh, der hat aber ja immer noch so viel, ne? Also ist ja nicht, dass man irgendwie jetzt sagt, doch Mensch, ja, haust noch dreimal drauf und dann war's das, ne? Okay, hier, komm her. Nee, ich will nicht in deiner schwarzen Grütze stehen. Ah, 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 ah. Nein. Aus, pfui. Jetzt habe ich dich, du Hund. Na? Ja, wollen wir doch mal sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Zack, zack, zack. Stirb doch endlich. Fall doch endlich tot um. Fall um. Ja, Porte, nur nicht nochmal hoch hier. Ach, Gott sei Dank. So. Mensch, Leute, ich sag's euch. So eine Action. So, jetzt machen wir das so. Okay, was sollen wir jetzt tun? Die Höhle nach dem Orochi-Operationsleiter durchsuchen. Ja, dass der da vorne liegt, das hatte ich ja schon gesehen. So. Ja, ja. Ja, das Tablet sollen wir benutzen. Auch das tue ich natürlich gern. Offene Fälle. Ja, dann zeig ich mal. Wählen Sie den Fall aus, die Sie ansehen möchten. Wir gucken natürlich trotzdem. Also wir gucken jetzt erstmal, was ist denn mit Subject 3 gewesen, der da in dem komischen, in der Kammer war. Subjekt 3 lebt und ist bereit für die abschließenden Tests. Wir haben Erreger mit verschiedenen Blutgruppen kombiniert und für die aktuelle Kombination besteht eine Wahrscheinlichkeit von 83%, die Bewacherhundspezies herauszulocken. Sobald wir einen davon in unserer Gewalt haben, ist mit signifikanten Fortschritten beim Projekt Schmutz zu rechnen. Momentan konzentrieren wir uns darauf, wie wir den Hund ruhig stellen können, wenn er sich unseren Köder holen möchte. Die sind echt unglaublich, ey. Okay, und wir gucken natürlich auch, was ist denn Private Cash? Wir haben den Private vom Militär zu uns versetzen lassen. Offiziell müssen Sie deswegen natürlich eine Szene machen, aber jetzt gehört er zu uns. Tests bestätigen, dass Cash körperlich in Topform ist und seine Blutgruppe erfüllt die Projektanforderungen. Der Beginn der Tests mit Subjekt 3 hat sofort zu erfolgen. Und halten Sie bis zum Abschluss die Akte offen. Okay. Ja, dann ist jetzt ja nur noch Tyler Freeborn. Was schreiben die denn über den? Dieser Freeborn hat recht. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen den vom Nebel ausgelösten Mutationen und denen, die dem Schmutz zuzuschreiben sind. Wir haben es hier mit einem Zusammenstoß zweier getrennter okkulter Mächte zu tun. Eine, die ganze Zeit auf der Insel vergraben war, und eine andere, die aus dem Meer kam. Zwei getrennte Mächte, zwei unterschiedliche Formen der Mutation. Freeborn ist verschwunden und es ist uns nicht gelungen, seine weiteren Schritte zu verfolgen. Wir haben das Video entschlüsselt, das das Militär für uns sichergestellt hat, und ein zweites Team losgeschickt, um weitere Aufnahmen aus Freeborns Wohnwagen zu beschaffen. Ihre Mission besteht darin, Schutzpatronen der hiesigen Fauna zu besorgen. Ein Rudel davon streift durch das Gebiet im Norden. Okay. Dann senden wir mal den Bericht. Die offizielle Bewertung von Tyler Freeborn und jeder Forschung, die er möglicherweise inspiriert hat, lautet, dass das alles nur wilde Theorien und Spekulationen sind. Wie gesagt, die offizielle Bewertung. Inoffiziell müssen wir einfach mehr wissen. Und das heißt, ich muss mehr wissen. Es ist ja gut und schön, dass Orochi sich bei der Schmutzforschung so angestrengt hat. Aber viel ist dabei noch nicht rausgekommen. Ich brauche Fakten. Ich brauche Resultate. Ich brauche Tyler Freeborn. Kirsten Geary. Ja, alles klar, Kirsten. Wir nehmen das jetzt mal an. Und gucken auch gleich mal. Was haben wir denn? Wo ist denn da? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unsere Tasche? Ach, das war eins, was wir schon hatten. Ein Siegel, okay. Ja, ihr seht, wir haben ja schon Siegel, so viele, ne? Ich muss die von da auch noch darüber und überhaupt und sowieso. Ja gut, okay, wir sollen jetzt hier als nächstes zum Orochi. Zack. Lager flitzen. Das ist dann eine Sabotagemission. In dem Orochi-Lager waren wir ja auch schon unterwegs, ne? Da sind wir schon gewesen.
Da gehen wir jetzt dann auch wieder hin. Ich würde sagen, ich mache mich dahin auf den Weg und verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich vor dem Orochi-Lager dekorativ rumstehe. Dann schalte ich euch wieder zu und wir machen weiter und gucken mal, ob wir da noch irgendwas rausfinden. Und ja, ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!